Zugegebenermaßen, das Auto hier schaut nicht extrem nach Effizienz aus, aber man kann mit ihm auch effizient, weil auch Audi elektrifiziert natürlich seine Topmodelle und gerade auf der Langstrecke will man natürlich nicht immer nur Vollgas fahren, sondern schaut natürlich auch ein ganz bisschen aufs Portemonnaie, ein ganz bisschen auf den Verbrauch und man muss es ja auch wirklich nicht tun. Und was man hier mit der Elektrifizierung, mit diesem Mild-Hybrid-System, es ist kein Plug-in-Hybrid-System, wie die Konzernschwester Porsche das macht bei ihren Topmodellen, sondern es ist ein Mild-Hybrid-System, wie man hier effizient fahren kann mit den ganzen Assistenzsystemen, die hier vor Ort sind, also an Bord sind, nicht vor Ort, an Bord sind, mit den ganzen Komfortsystemen, das sehen wir jetzt. Ja, das Auto, wie gesagt, hat kein Plug-in-Hybrid-System, sondern wir haben hier eine Mild-Hybridisierung. Heißt, das funktioniert alles mit dem Riemen-Starter-Generator, der hier den Motor, also der direkt an der Kurbelwelle angeflanscht ist und direkt den Motor unterstützt elektrisch, nochmal mit mehr Newtonmeter, mit mehr Drehmoment und erleichtert natürlich so bei den Fahrten, bei der Beschleunigung und kann damit natürlich auch segeln und den Motor ausschalten. Ja, und diese Effizienzsache, die haben wir jetzt hier auch in diesem Topmodell mit 600 PS. Das schnellste SUV gerade, was es zu kaufen gibt. Zumindest, wenn man es an den Nordschleifenzeiten, Nürburgring-Nordschleife festmachen möchte. Und mit dem Fahrzeug, natürlich kann man mit diesem Fahrzeug auch sehr komfortabel reisen. Wir sind jetzt unterwegs, rund 2 Stunden. Ich habe den Verbrauch unterwegs mal genormt. Also auf 0 gestellt und tatsächlich jetzt 100 Kilometer unterwegs mit einem Verbrauch von 11,5 Litern. Dabei waren ganz kurze Beschleunigungen auch mal richtig bis 250. Fährt ja tatsächlich in dieser, mit diesen Optionen, die er hier an Bord hat, 305 km/h. Das ist schon krass, das haben wir noch nicht ausprobiert. Das kommt aber noch in einem separaten Video, aber hier heute geht es natürlich nur um die Effizienz. Also 11,5 Liter, das ist erstmal für diesen 2,3 Tonnen oder 2,5 Tonnen schweren SUV natürlich schon eine Hausnummer. Das ist schon echt gut, finde ich. Vor allem, wir fahren nicht langsam, also wir kriechen nicht dahin wie sonst noch was, sondern fahren ganz normal, wie man es mit einem ganz normalen Auto eben auch tun würde. Ja, genau. Jetzt gibt es hier in diesem Fahrzeug natürlich viele sportliche Modes, die man anwählen kann. Das kann man mit diesem Drive Select hier Button hier unten, den wir hier haben. Da können wir hier, da sehen wir auch die ganzen Modi, Fahrmodi, die man hier anwählen kann. Das Efficiency, Allroad, Offroad, ich muss nochmal machen, genau. Komfort und Auto, Automatik und dann noch Dynamic. Und dann gibt es natürlich in diesem, aber die werden wir auch später erst beleuchten, am Lenkrad gibt es noch einen RS-Mode natürlich. Den kann man bedienen. Dann gibt es 2 RS-Modes, die man jeweils separat individuell konfigurieren kann. Echt coole Sache. Und auch mit diesen Modes kann man die so konfigurieren, dass man echt effizient unterwegs sein kann. Das sei aber erstmal dahingestellt. Ich wähle jetzt mal, weil wir ja effizient fahren wollen, auf den Effizienzmodus und der ist jetzt angeschaltet. Da sieht man dann auch gleich im digitalen Cockpit hier links Efficiency und auch die Gangwahlanzeige ist auf E8, heißt Efficiency 8. Auch hier können wir natürlich wieder manuell schalten, mache ich jetzt aber nicht, weil die Elektronik weiß natürlich besser Bescheid, wie man effizient am besten fahren kann. So, und dazu können wir jetzt noch hier natürlich die Assistenzsysteme anschalten. Erst einmal den Spurhalteassistenten, der ist anwählbar am Lichthebel hier an der äußeren Spitze. Dann kennt er auch die beiden Spuren und natürlich ACC ist auch an Bord. So eine Art Travel Assist, wie es bei Volkswagen zum Beispiel heißt. Den können wir hier anwählen und auf die Geschwindigkeit anstellen. Wenn wir das haben, regelt das Fahrzeug eigentlich alles automatisch für sich selbst, weil 133 km/h bei jetzt offener Straße auf einer Autobahn habe ich jetzt eingestellt und so kann man ganz entspannt unterstützend, lenkend, man muss natürlich die Hände immer am Lenkrad haben, auch fahren. Das Lenkrad ist kein kapazitives Lenkrad, das heißt, er spürt nicht, wenn ich meine Hand um den Lenkradkranz habe. Das hat Volkswagen, ist Volkswagen eine Stufe weiter tatsächlich. Die haben nämlich dieses kapazitative Lenkrad noch drin, im Passat zum Beispiel.
hier werden die Lenkbewegungen noch oder die Bewegungen, wie es das Lenkrad spürt, ob die Hände noch am Lenkrad sind, an der Lenksäule hier registriert. Deswegen muss man immer mal wieder am Lenkrad hier Bewegungen einleiten, damit das System weiß, okay, der ist nicht eingeschlafen. So, jetzt können wir hier ganz normal fahren. Ich mache mal das große System hier auf die beeindruckende Landkarte, die man hier in der Mitte sieht. Da kann man echt sich verlieren, sollte man natürlich nicht im ganz normalen Fahrmodus hier auf der Autobahn, aber kann man. Man sieht hier komplett alles. Das ist richtig, richtig cool. So, jetzt muss die Kamera mal ganz kurz auf das Auto hier, auf den Mercedes 300 SL, auf diese Rohkarosse hier. Das ist ja ein wunderschönes Ding, das hier gerade wahrscheinlich frisch zur Restauration fährt, nach Heilbronn, da wo der Audi auch herkommt. Cool. Und zwar kein normaler 300 SL, sondern eine Sportversion hier hinten mit den zwei Höckern. Stark. Stark. Das ist was Besonderes. Das ist was ganz Besonderes. Ja, genau. Also wieder zurück. Wir sind jetzt nach wie vor im ACC-Modus, fahren ganz normal unsere 133, sind zumindest programmiert. Ich sehe alles im Head-Up-Display, das da vorne gestochen scharf ist und auch in Farbe natürlich. Da ist Audi sehr, sehr weit vorne, was ist, wenn es darum geht, hier um Technik und Elektronik. Und wenn wir nicht im ACC fahren, ich mache es jetzt auch dem Vorführ, der Vorführ geschuldet, mache ich es jetzt wieder aus, indem ich da vorne schiebe den Hebel hier hinterm Lenkrad, dann gibt es immer Hinweise von dem Fahrzeug, wann ich den Fuß, also prädiktives Fahren, wann ich den Fuß vom Gas nehmen soll. Das haben wir zum allerersten Mal im Audi A8 erlebt und konnten das da prüfen und testen. Das war schon relativ beeindruckend, denn natürlich muss das Auto alle aktuellen Geschwindigkeitsbegrenzungen, alle Schilder kennen, weil sonst kommt es natürlich auch vor, und es kommt auch vor, dass er mir sagt, ich soll den Fuß vom Gas nehmen, damit ich in einer bestimmten Geschwindigkeit am 120er Schild bin, also idealerweise mit 120 am 120er Schild, in einer bestimmten Entfernung. Manchmal funktioniert es nicht, weil er denkt, da ist eins, aber da kommt dann keins. Deswegen kann man sich, ich würde jetzt mal sagen, zu 85% darauf verlassen. Es ist aber tatsächlich auch angenehm, mal auch so zu fahren. Es ist, soll keine Bevormundung sein. In verschiedenen Fahrmodi ist das System dann auch ausgeschaltet. Aber in dem ganz normalen Effizienzfahrmodus macht es für mich halt Sinn, wenn man den Modus wählt, dann möchte man auch die maximale Effizienz haben. Und da gehören eben solche Tipps auch dazu. Und deswegen macht es auch in so einem Auto hier, in dem man ja ganz normal fahren kann, wie in einem ganz normalen Fahrzeug, auch wenn es dieses Über-SUV ist, macht das für mich durchaus Sinn. So wie jetzt zum Beispiel, dann gibt es eine kleine Vibration im Gaspedal und hier noch den Hinweis im Head-Up-Display und den Hinweis hier unten im Display, dass ich den Fuß vom Gas nehmen soll, damit 120 tatsächlich richtig gut erreicht wird und jetzt sogar 100, aber jetzt geht es natürlich nicht durch Ausrollen, und es ist, glaube ich, eine echt gute Idee, hier auch den Fuß vom Gas zu nehmen, denn hier in den Kasseler Bergen steht immer ein Blitzer, der heute zum Glück nicht dasteht, aber es ist immer nicht schlecht, sich an solche Hinweise zu halten. Ja, und mit all diesen Assistenz- und Effizienzsystemen schafft man dann tatsächlich auf der langen Strecke mit diesem Auto, mit dem V8 Liter Biturbo-Motor da vorne und den 600 PS, schafft man tatsächlich dann einen Verbrauch von 11 bis 12 Liter. Und ich finde, bei ganz normaler Fahrweise ist das tatsächlich ein echt guter Wert. Und wenn man gar keine Lust mehr hat auf diese ganzen Assistenzsysteme und dieses ganze effiziente Fahren, dann hat man ja auch noch die 600 PS. Und dann kann man hier in den RS2-Motor schalten, den ich jetzt richtig hart konfiguriert habe. Alles sportlich, was geht. Die Lenkung sportlich, das Fahrwerk sportlich, die Gasannahme sportlich. Manuellmodus gehen. Und dann kann man hier auch mal Gas geben. Und man kann so richtig schön unvernünftig sein. Das aber, das sehen Sie im nächsten Video, im kommenden Video. Hier ging es erstmal nur um die Effizienz. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten und vergessen Sie uns nicht unten auch zu abonnieren.